Hallo meine Lieben, heute haben wir das Thema Geld. Sind wir uns eigentlich ernsthaft darüber im Klaren, wie wichtig uns das Geld ist? Schon von Kindheit an wurde uns beigebracht, dass man Geld benötigt, damit man all das, was dringend fürs Leben benötigt wird, auch kaufen kann. Somit ist das Geld nicht unbedingt positiv bei einem Kind aufgenommen worden. Denn immer wieder wurde von den Erwachsenen gesagt, Geld verdirbt den Charakter. Nur die Reichen werden verwöhnt. Papa hat keine Zeit, denn er muss Geld verdienen. Und somit mochten wir als Kinder schon das Geld nicht. Auch die fromme, strenge Tante hatte uns schon das vermittelt. Hatte in der Verwandtschaft einer mehr Geld als wir, hieß es doch, über Geld redet man nicht, das hat man. So meinten wir schon als Kind, dass Geld wohl eine Sünde sein muss, denn es ist unfein, unkeusch, einfach schlecht. Nun sind wir erwachsen und erwarten, dass das Geld zu uns kommt. Wie kann es zu uns kommen, wenn wir es im Unterbewusstsein ablehnen? Ein Grundproblem. Aber was muss ich dafür tun, dass es zu mir kommt? Wie schaffe ich es, das Geld zu meinem Freund zu machen? Der Weg zum Geld ist kein geheimer Pfad. Wie finde ich ihn und damit mein finanzielles Glück? Wie sind meine größten Chancen? Also, zuerst einmal überdenke deine Ausgaben, bevor du dein Geld ausgibst. Mache dir eine Liste und stelle Ein- und Ausgaben gegenüber. Damit bekommst du mehr Gefühl für dein Geld und kannst dich besser disziplinieren und Abstriche machen. In Geldfragen sollte es ein gewisses Risiko vermieden werden. Dann bleibt am Monatsende auch einmal etwas übrig, wenn man nachdenkt, was muss ich ausgeben und was nicht. So kann man ansparen und am Ende sich Wünsche erfüllen. Dann gibt es aber auch noch das Wünschen im Spirituellen. Man kann, wenn man richtig wünscht, alles aus dem Universum zu sich ziehen. Es muss nur richtig und mit etwas Geduld praktiziert werden. Auch Mondrituale kann man zelebrieren. Ebenfalls mit Übung und Geduld. Tja, und dann bin ich auch noch für euch da. Für dich da, wenn du wissen willst, wie der finanzielle Weg für dich aussieht. Nun probier es einmal aus und ruf mich einfach an, wenn es nicht klappt. Ich schaue für dich und sage dir, wie es finanziell bei dir weitergeht. In diesem Sinne, herzlichst Derya.